Guten Tag und herzlich willkommen zur digitalen Führung der Hochschule Offenburg. Lehnen Sie sich zurück, denn in den folgenden Minuten werden wir Sie über das Campusgelände führen und Ihnen unsere verschiedenen Gebäude vorstellen, ohne dass Sie einen einzigen Schritt machen müssen. Fangen wir mit dem wahrscheinlich wichtigsten Gebäude für all unsere Studierenden an, der Mensa. Hier können Sie am Mittag zwischen zwei Menüs und Buffet wählen und haben den ganzen Tag die Möglichkeit, Snacks und Kaffee zu erwerben. Direkt daneben befindet sich das A-Gebäude. Neben wichtigen Einrichtungen für Verwaltung und Rektorat gibt es hier auch die Hausdruckerei und die sogenannte Grafikwerkstatt, in der Kreativität keine Grenzen gesetzt sind. Weiter geht es mit dem B-Gebäude. Gleich am Anfang finden wir neben einem Innenhof die neu ausgebaute Bibliothek. Hier gibt es Arbeitsplätze mit einem traumhaften Ausblick auf die Kinzig. Die ist nur einen Steinwurf entfernt und ein sehr beliebter Erholungsort in den Pausen. Und auch der Giffitzsee ist nur ein paar Gehminuten entfernt. Verschiedenste Freizeit- und Sportangebote werden vom Asta organisiert, dessen Büro auch im B-Gebäude ist. Etwas weiter hinten befindet sich das Technikum. Hier werden biologische Verfahrenstechniken in großem Stil durchgeführt. Im direkt nebenan liegenden C-Gebäude befinden sich die Maschinenbauwerkstätten. Auch erfolgreiche Projekte wie der Roboter Sweaty oder das Konzeptfahrzeug Schluckspecht werden hier realisiert. Hinter dem B- und C-Gebäude befinden sich Labore und andere Räumlichkeiten für Medizintechnik. Auch für Freizeit ist hier mit Tischtennisplatten und Volleyballfeldern gesorgt. Gehen wir nun zurück zu unserem Startpunkt und widmen uns dem D-Gebäude. Direkt am Anfang kommen wir in den größten Hörsaal der Hochschule. Hier finden neben regulären Vorlesungen auch diverse Veranstaltungen und das beliebte Hochschulkino statt. Ansonsten befindet sich im D-Gebäude alles, was mit Medien zu tun hat. Das Tonstudio, das Filmstudio und weitere Studios für Animation, Video und Bildbearbeitung. Hinter dem D-Gebäude finden wir das klimaneutrale E-Gebäude mit weiteren Vorlesungs-, PC-Räumen und dem wohl besten Ausblick über das Campusgelände. Nebenan werden seit kurzem Forschungen an erneuerbaren Energien durchgeführt, im Regionalen Forschungszentrum für Energietechnik, kurz RITZ genannt. In der Nähe der Hochschule befinden sich nicht nur Freizeitmöglichkeiten wie die Kinzig oder der Giffitzsee. Auch in die Innenstadt und zum Hallen- und Freibad Stegermatt ist es nicht weit. Hoffentlich konnten wir Ihnen einen guten Überblick über die Hochschule verschaffen und können Sie schon bald persönlich bei uns begrüßen. Bis dahin alles Gute!